Im Nachhinein hat man das auch gar nicht mehr so alles im Kopf. Das ist irgendwie alles auch ein bisschen verschwommen. Bis dann die ersten Spieler, Hand auf den Kopf, ja. Und was dann passiert ist, das will niemand erleben, auch nicht abseits vom Fußballplatz. Es war ewig, wie du da saßt und gekämpft hast, dass der weiter da bleibt. Und da fällt dir natürlich erst einmal im ersten Moment alles aus dem Gesicht. Also unser Sohn hat einen zweiten Geburtstag. Ich habe halt alles vergessen und ich kann das jetzt auch nicht wirklich fühlen, ob ich da drüben stand oder ob ich hier stand. Also ich, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt. Also ich habe es zuerst gar nicht so wahrgenommen, weil der Ball auf der anderen Seite war. Ja? Und da schaust du als Trainer natürlich auf den Ball und unsere Jungs hatten den Ball. Dann haben zwei, drei auf einmal das Fußballspielen eingestellt. Der Gegner hat den Ball genommen und ist auf unsere Seite zugelaufen. Und dann sehe ich nur noch drüben rübergeschaut, wie der Maxi auf dem Boden liegt und wie der Pit reinläuft. Ja, die Situation war eigentlich am Anfang recht normal. Spiel lief ganz normal. Ich habe dann nur gesehen, nachdem er den Abwurf rausgeschmissen hat, dass er unnatürlich, ohne Aufhalten, einfach umgekippt ist. Und bin dann, war eine Sekunde später, bin ich auf den Platz gerannt, habe gesehen, dass er leicht Schaum vor dem Mund hatte, ein bisschen blau schon war und nur noch leicht geröchelt hat. Also ganz wichtig ist vorab zu sagen, dass ich mit Pitt, mit dem Jungen, der zuerst bei Maxi war, vor dem Spiel zwei, drei Sätze gewechselt habe. Und es war irgendeine Nonsens-Situation. Der Torhüter, glaube ich, hat den Ball auf seine rechte Seite geworfen. Ich folgte dem Ball. Und auf einmal ist der Pitt aufs Spielfeld gelaufen und hat Schiri gerufen. Und da er vor dem Spiel einen sehr vernünftigen Eindruck auf mich gemacht hat, habe ich sofort das Spiel unterbrochen, weil ich wusste, das macht er absolut nicht grundlos. Es war einfach reflexartig, dass ich auf den Platz gelaufen bin, weil es war einfach, es sah nicht gut aus, was da passiert ist. Es sah unnatürlich aus einfach. Bin ich draufgelaufen einfach und habe gemacht, was in meinem Kopf war, was ich für richtig gehalten habe. Da war kein großes Denken mehr. In dem Augenblick hat der Schiri auch abgepfiffen. Da habe ich mir gedacht, okay, was ist denn da? Was stimmt denn da nicht? Ich habe es zuerst gar nicht realisiert, ja. Bis dann die ersten Spieler, Hand auf den Kopf, ja. Okay, da stimmt was nicht. Und dann reingelaufen zum Maxi und ich habe ihn dann auf dem Boden gesehen und ja, dann realisiert man in dem Augenblick oder habe ich realisiert, was los ist. Ja, da stimmt was Grobes nicht. Ja, dass ein Spieler mitten während dem Spiel einfach in sich zusammenfällt, sein Herz aufhört zu schlagen. Gott sei Dank ein Ersthelfer vor Ort war, der sofort reagiert hat und ihn ja sozusagen in Schwung gehalten hat, bis die Rettung kam, bis die Sanitäter kamen, die Ärzte kamen, wo wirklich ein Leben am seidenen Faden hing. Das bleibt im Kopf. Auch als aktiver Spieler, ich habe schon oft erlebt, dass Spieler auf dem Boden liegen, aber immer, dass sie wieder aufstehen. Aber in diesem Moment war dann sehr schnell klar, dass dieses nicht so ein Fall ist, sondern da mehr Maßnahmen einfach notwendig ist und in dem Moment musste man einfach funktionieren. Dann habe ich ihn in die stabile Seitenlage gedreht, seinen Kopf überstreckt, die Zunge rausgehalten mit der Hand, immer mit ihm geredet, irgendwie gesagt, bleib da, atme weiter, einfach da bleiben, dass er was hört, dass er was im Kopf hat. Und dann habe ich angefangen mit der Herzrhythmusmassage und dann auch Mund-zu-Mund-Beatmung. Und dann war das Signal, da ist dann die Szene richtig ernst geworden und da hat aber dann auch ein Rädchen ins andere gegriffen. Also es war in der Situation wirklich da hat alles gepasst. Der Notarzt wurde sofort informiert, ist dann auch sehr zeitnah gekommen. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Das war wirklich, wie gesagt, es ist wie im Film gewesen. Pitt war zuerst bei ihm, hat den Kopf überstreckt und die Zunge aus dem Hals geholt. Zwei Sekunden später war ich da. Wir haben ihn zusammen auf die Seite gedreht. Pitt hat ihn nicht losgelassen, dass die Zunge nicht wieder zurück in den Hals rollt. Wir konnten einfach gut miteinander sprechen. Jetzt drehen wir ihn zur Seite, wir ziehen ihm die Handschuhe aus.
Wir holen Wasser, damit er sich vielleicht der Kreislauf irgendwie fängt. Wir lassen einen Notarzt rufen. Einfach die Kommunikation, auch was wir machen wollen, da wir auch beide, er hatte eine erste Hilfeausbildung hinter sich, meine ist schon sehr lange her. Also wenn ich mich zurückerinnere, dann war es wirklich so, dass die Zeit ewig gedauert hat. Also das war, also wie du sagst, Stunden. Das war, du saßt da, bin neben ihm gekniet mit der Hand in seinem Mund und es war einfach, ja, wie als ob eine Minute wäre 15 gewesen. Es war ewig, wie du da saßt und gekämpft hast, dass der weiter da bleibt. Das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Also das war lebensrettend, was er gemacht hat. Und man ist dann auch in dem Augenblick auch froh, dass es jemanden gibt, ja, der weiß, was er tut und die Situation mehr wahrnimmt wie du selber. Weil in dem Augenblick, ich habe da eine Barriere im Kopf gehabt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Und da war man dann schon froh, dass der Pit da war und uns auch geleitet hat, mehr oder weniger. Ja, gesagt hat, macht's das, macht's dies, komm, jetzt stabile Seitenlage, okay, dreh mal wieder um, ich mache jetzt Herzmassage und sowas, ja. Zum Beispiel seinen beatmet hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Also, er hat ja gesagt, dass er noch beatmet hat, das weiß ich gar nicht mehr, ja, in dem Augenblick. Das Ganze hat sich abgespielt innerhalb von, ja, sag ich mal, 45 Minuten bis einer Stunde, so von Anfang bis Ende. Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Das war einfach als die Situation passiert ist, bis dann die Rettung kam, bis die Sanitäter da waren, die Ärzte da waren. Das war einfach, hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Und alle haben gehofft und natürlich ihr alles gegeben, um da zu helfen. Also die Übergabe ging recht schnell eigentlich. Ich habe gesehen, dass sie von da hinten gekommen sind. Hab dann noch so lange weitergemacht, bis sie halt wirklich da waren. Und dann habe ich sofort meine Hände weggelassen, bin vom Platz gegangen und habe die machen lassen. Mehr war dann nicht mehr. Ja, ein Herzstillstand in dem Sinne wurde mir am Telefon nicht gesagt. Also es war nur Hubschrauber und Sanka ist da. Das hat dann eigentlich für alles ausgesagt. Ja, er hatte ja schon die Herzmuskelentzündung früher mal, von daher war dann gleich im Kopf, es hat irgendwas mit dem Herzen zu tun. Und ja, sind halt ins Auto gesprungen und losgefahren. War zum Glück meine Schwester noch dabei, die als Ärztin gesagt hat, das hilft nichts, wie schnell ich fahre. Deshalb habe ich an den roten Ampeln gerade noch gehalten, aber sehr viel mehr Verkehrsregeln habe ich nicht geachtet. Ich war selber nicht da, hat unser Jugendleiter mich angerufen und mich über den Vorfall informiert. Ja, und da fällt dann natürlich erst einmal im ersten Moment alles aus dem Gesicht. Ja, und, Maxis Leben hing ja auch definitiv am seidenen Faden, auch zu dem Zeitpunkt noch. Von daher, nein, da ist dann nicht zu lachen zumute. War dann nach, glaube ich, einer Viertelstunde nach dem Anruf war ich dann hier und war kein schönes Bild. Da. Also war dieses Absperrband da und man hat nur die Füße noch rausschauen sehen. Und es wurde dann ja gesagt, man soll nicht dazugehen, um da keine Unruhe zu stiften. Also wir standen dann 5 Meter daneben mit meiner Frau und mit meiner Schwester. Ja, das war. Man denkt nicht gern daran zurück. Ja, ich war einfach unter Schock, würde ich sagen. Ich war Tränen in den Augen gehabt ab und zu mal. Ja, war einfach da und hab gehofft, dass sein Herz wieder anfängt zu schlagen, dass er wieder da ist. Ja, ich stand ja hier eine Weile direkt daneben noch, bin dann wieder vom Platz gegangen, immer wieder hin und her, einfach um sich in Bewegung zu halten, dass man nicht selber irgendwas hat, einfach damit man die Situation verarbeitet in dem Moment, weil sonst weiß ich nicht, was sonst gewesen wäre. Also, ich musste mich selber irgendwie da halten, weil ich einfach ja, unter Schock war. Na, zuallererst natürlich hilflos. Ne? Im zweiten Moment versuchst du rational zu sein, verarbeitest die Informationen und eine der ersten Informationen war ja, dass der Pit sofort eingegriffen hat und zu dem Zeitpunkt, als ich informiert worden bin, war ja auch schon längst Rettungsdienst, Notarzt, Heli, alles da. Und dass der Bursche versorgt ist und auf dem Weg in die Klinik ist, da kannst du dann auch nicht mehr so arg viel machen. Ja?
Aber nichtsdestotrotz, ich habe unseren Jugendleiter gefragt, ob er irgendwie unterstützen kann, ob ich rüberkommen soll. Weiß, wie schwierig das ist in der Situation, wenn man dabei ist, damit umzugehen. Weiß auf der anderen Seite aber, dass es schwierig ist, wenn man dazukommt und noch viele Betroffene da sind. Ja, weil dann weißt du auch nicht, wo fängst du jetzt an und wer hat schon, wer hat noch nicht. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum ich nicht dabei war. Wahrscheinlich, weil ich es einfach zu spät erfahren habe, weil es direkt nach den Ferien war. Und der Maxi hat erst am Samstagmittag eben gesagt, dass er heute ein Punktspiel hat. Und da hatte ich schon was anderes ausgemacht. Und deshalb war ich zu Hause im Garten, als es passiert ist. Also ich hätte eigentlich da sein können, aber irgendwie war es an dem Tag aus irgendeinem Grund selbstverständlich für mich, dass ich nicht da war, obwohl ich sonst immer da bin. Aber ich bin, wie gesagt, froh drum, weil sonst wäre ich wahrscheinlich hingesprungen und der Ersthelfer hätte einen Rückzug gemacht, weil wenn der Vater da ist, hält man sich wahrscheinlich in der Regel immer zurück. Der Respekt ist extrem groß. Ja. Es sind ganz viele Erwachsene da gewesen. Pitt ist auch kurz vorher 18 geworden und gilt als erwachsen. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind viele Ältere da gewesen, die ja offensichtlich auch alle nett gehandelt haben. Ja? Und ihr habt es ja vorher an Pitts Reaktion gesehen, der hat ja überhaupt nicht überlegt. Das war für ihn einfach nur selbstverständlich und das ist extrem großer Respekt. Ja, das ist unbezahlbar. Wir sind auch alle wahnsinnig stolz darauf, dass der Pitt bei uns im Verein ist und dass er da so beherzt und entschlossen auch eingegriffen hat. Das ist unbezahlbar, solche Leute im Verein zu haben. Und ja, da sind wir einfach nur glücklich und können wirklich froh sein, so einen im Verein zu haben. Definitiv. Es hat auch alles positive Aspekte, dass man einfach die wichtigen Sachen im Leben mehr schätzen lernt und die unwichtigen zur Seite tut. Und ich glaube, am Ende werden wir alle gestärkt aus der Sache gehen. Wegen Pitt. Wenn er nicht wäre, dann wäre Maximilian, hätte es vielleicht trotzdem überlebt, aber er wäre mit einem starken Hirnschaden davon gekommen. Und das Leben will ich mir gerade nicht vorstellen mit einem stark geschädigten Hirn des eigenen Sohnes. Ja. Es wurde ich schon öfter gefragt, die Frage, ob ich mir das bewusst bin, was ich da gemacht habe. Ich glaube nicht so wirklich. Also ich bedanke mich auch für die ganzen Danksagungen, die ich kriege, aber ich kann es nicht so wirklich verstehen, weil es für mich eine selbstverständliche Handlung war, dass ich da hingegangen bin. Und ich kann nicht das so nachempfinden, wie es die Eltern wahrscheinlich gerade tun, dass ihr Kind wieder da ist. Das ist für mich noch nicht so wirklich da, ne. Also ich muss sagen, also die ersten zwei Tage waren einfach von der Hoffnung geprägt. Also das war wirklich so, dass einfach die Hoffnung da war, das wird wieder gut, weil nicht umsonst schlägt sein Herz auf einmal wieder nach über einer halben Stunde Herzstillstand. Wieso soll es jetzt schlecht ausgehen? Also es war die Hoffnung war einfach groß. Was dann eher überraschend war, wo mich meine Schwester schon darauf vorgewarnt hatte, dass es halt auf dieser Intensivstation das wirklich die Hölle ist für die Eltern. Und das war wirklich, also ich glaube, es waren 12 Tage Intensivstation und das war ein Auf und Ab. Und normalerweise denkt jeder, wenn er aufgewacht ist, ja, jetzt ist ja alles super. Aber das sind nur erste Reaktionen, die kommen. Dann kamen die Daten, dass sein Hirn wahrscheinlich unbescholten ist. Dann denkt man, alles super, aber dann geht es ihm wieder schlecht. Dann kommen wieder irgendwelche Werte, sind schlecht, irgendwas. Das war ein Auf und Ab. Also ich sage mal, im 12-Stunden-Rhythmus mit Höhen und Tiefen. Und also ich war am Rande eines Nervenzusammenbruchs in der ganzen Geschichte, weil es wirklich die Intensivstation eine krasse Belastung ist als Elternteil, das muss man schon sagen. Ich dachte erstmals, dass ich im Bett ganz normal aufgewacht bin. Dann habe ich mich umgeschaut und habe meine Eltern direkt gefragt, wo ich hier bin, was ich hier mache. Dann haben mir meine Eltern eigentlich alles erklärt. Und ja, also ich konnte es gar nicht erst realisieren, als die Ärzte reinkommen und so. Und ja, du bist wach und ja. Es war schon sehr, wie soll ich sagen, komisch, da so aufzuwachen im Krankenhaus einfach. Die Jungs waren alle natürlich geschockt, ja. Und wir im Trainerteam haben versucht, während den Tagen danach den Jungs auch mit Informationen nicht zurückzuhalten. Ja.
jede positive Nachricht haben wir an die Jungs weitergeleitet, dass sie dann auch wissen, okay, was Sache ist. Die Nachfrage von den Jungs ist auch gekommen, immer wieder mal, ja. Wir haben versucht, die Jungs einfach up to date zu halten, mit guten Nachrichten, ja. Und haben sie halt dann auch so abgeholt. Und wir hatten dann auch hier eine eigene Teambesprechung, eine Woche drauf. Also am Wochenende dann mit denen dann haben wir alle zusammengeholt, haben ihnen den letzten Status mitgeteilt, wie es ausschaut, wie er sich macht und dass alles halt positiv sich entwickelt, ja. Da hast du auch gemerkt, das beruhigt die, ja. Das hat denen gut getan. Ja, es ist eine Reise, auf der wir immer noch sind. Also ich meine, man sieht jetzt Maximilian hier sitzen und er wirkt wie ein gesunder Junge, aber effektiv ist er jetzt 6 Monate auf Cortisonbehandlung, ist die Gefahr von der Depression, kann kommen. Wir wissen nicht, ob er jemals wieder Sport machen wird, ob er war eigentlich in Richtung Leistungssport, ob das jemals gehen wird. Er hat einen Defi eingepflanzt, wird ihn dem behindern in seinem Leben, kann man ihn vielleicht sogar irgendwann rausnehmen, wenn es gut läuft. Mich ganz normal gefühlt eigentlich und dann habe ich mit meinen Eltern geredet und was passiert ist genau und ob das wirklich passiert ist, weil ich wollte es erstmal nicht glauben, weil es ist jetzt schon eine große Sache, dass ich jetzt 10 Tage weg war, wollte ich auch nicht glauben. Dann habe ich sie erstmal gefragt, welcher Tag heute denn ist und so und ja, war schon, wollte ich erstmal gar nicht glauben. Zum Beispiel bei unserem letzten Spiel hat er dann, der Maxi, man hat ihn kaum verstanden, ja, war nur eine Woche danach, hat er eine Sprachnachricht geschickt, in der Kabine vorgespielt. Da hast du gesehen, wie bei den Jungs die Augen aufgehen, ah, er kann wieder reden, ja, er spricht wieder, er ist wieder da, ja, und ja, wir haben halt versucht, die Jungs so auf positive Art und Weise da wirklich auch zu beeinflussen oder, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Angst zu nehmen, die Befürchtungen zu nehmen, ja, dass wir da auch wirklich geschaut haben, okay, sie sind up to date, sie wissen, was Sache ist, es geht ihm besser. Einfach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also das haben wir auch als Aufgabe von uns Trainern empfunden, dass wir die Jungs auch abholen, dass wir auch Bescheid wissen, was Sache ist. Also es ist das, was wir auf Intensivstation und in der ganzen Krankenhauszeit gelernt haben, wir dürfen wirklich nur von Tag zu Tag, von Woche zu Woche denken und es ist super positiv, wie alles läuft, aber wie es weitergeht, also konkrete Fragen kommen natürlich immer, wann kann er wieder Sport machen, sonst was, wir wissen es nicht. Also es sind schon noch viele, viele Schritte zu gehen und wir sind guter Dinge, dass es auch nicht irgendwie in eine andere Richtung kippt. Also wir gehen schwer davon aus, dass das positiv verläuft, aber auch die ganze Behandlung, weil das halt nichts Alltägliches ist, was die da haben mit der Myokarditis vorher und jetzt angeblich chronische. Sie wissen nicht, ob es ausheilen wird, ob es bleibt, ob sie experimentieren auch in gewisser Art und Weise mit Behandlungsmethoden. Ja, also es ist schon eine gewisse Ungewissheit, aber einfach die Hoffnung ist so groß, dass alles gut wird, dass es uns schon gut geht. Aber es sind natürlich schon mehrere Leiden dabei, sag ich mal, wo man einfach auch mal weinen muss ohne Grund. Glücklich. Also ein Wort glücklich, ja. Wie gesagt, ich kenne ihn seitdem er 6 ist und ich war auch bei ihm im Krankenhaus. Wir hatten täglich Kontakt mit den Eltern und wir kennen uns auch jetzt schon so lange. Und das einfachste Wort ist glücklich und ansonsten ist es einfach nicht in Worte zu fassen. Ja, ist schön, ihn zu sehen, ist schön, ihn dabei zu haben. Ja, er war auch bei der Abschlussfeier da. Da hast du auch das Grinsen bei den Jungs gesehen, allen, wo er sie ihn gesehen haben, wo er reingekommen ist. Alle waren froh, ihn wieder zu sehen. Auf den Beinen zu sehen, nicht mehr im Krankenhaus. Es war jetzt tatsächlich erst vor 3 Tagen, habe ich mich bei ihm daheim getroffen, mit seinen Eltern zusammen. Ja, wurde erstmal herzlich umarmt von seinem Papa, hat nochmal Danke gesagt für alles. Ja, habe mit ihm auch da ein bisschen gequatscht, haben noch ein Bild zusammen gemacht, einfach nochmal über den Tag geredet, was denn so los war, wurde nochmal genau informiert, wie es denn auch im Krankenhaus, wie es denen gegangen ist. Und ja, einfach nochmal alles Revue passieren lassen, wie es denn so war. Also jetzt 6 Monate Pause, kein Sport, möglichst wenig Treppen steigen und so. Aber in 6 Monaten, dann werden wir nochmal mit den Ärzten sprechen, aber es schaut so aus, als würde ich dann langsames Aufbautraining wieder starten können. Und ich gehe jetzt auch in einer Woche, gehe ich dann für 3 Wochen auf Reha und da, ja, werde ich dann auch langsam aufgebaut, schon wieder, aber
Es wird noch dauern, aber dann habe ich schon die Aussichten, dann wieder Fußballer zu werden. Das muss einfach klar sein, dass das jederzeit und in jeder Altersklasse passieren kann. Nicht nur, ich sage jetzt mal, bei den Alten wie uns. Ja, ich gehe jetzt dann gleich zum Training. Auch da kann es natürlich passieren. Aber noch unerwarteter kommt es in den Jugendmannschaften. Aber es hat uns gezeigt, es kann passieren. Die Gefahr ist da. Das Risiko ist da, auch wenn es verschwindend gering ist. Aber dann wollen wir natürlich auch da sein als Verein und maximal helfen können. Also, was hat es für Konsequenzen? Das ist erst einmal relativ einfach. Wir haben ja schon AED, also ein Defi, gehabt, der allerdings in die Jahre gekommen ist und wo wir überlegt haben, was wir machen. Ab dem Zeitpunkt des Vorfalls hat es dann 3 Tage gedauert, bis er neu abgestellt gewesen ist und eine Woche, bis er da gewesen ist. Das war die erste Konsequenz, die einfachste. Das zweite war, dass wir tatsächlich vor 4 Jahren, kurz vor der Pandemie, der Jugendleiter und ich überlegt hatten, der vorherige Jugendleiter und ich, einen Erste-Hilfe-Kurs zu organisieren. Da war irgendwie die Resonanz eher dürftig unter den Jugendtrainern. Jetzt, wenn ich Jugendtrainer darauf anrede, machen wir einen Erste-Hilfe-Kurs, ist das für alle ein Selbstverständnis? Ich habe mich für eine Erste-Hilfe-Schulung angemeldet im September. Als erstes, also gleich danach in der Woche sofort angemeldet, weil in der Situation möchte ich nicht mehr sein. Ja. Gerade als Schiedsrichter komme ich noch mal mehr rum auf Fußballplätzen. Bin auch in sehr verschiedenen Altersgruppen dann unterwegs. Und gerade dieser Fall hat einfach noch mal gezeigt, es ist extrem wichtig, Erste Hilfe zu leisten zu können. Ich habe auch irgendwo den Anspruch an mich selber, dass ich mehr machen möchte. Und an die Schiedsrichtergruppe werde ich auch noch herantreten, dass man gegebenenfalls im Rahmen von Neulingskursen oder einfach so als ein generelles Angebot zu Themenabend und Regeltraining vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann. Der Tag hat den Verein auf jeden Fall in der Beziehung verändert, dass dieses Bewusstsein entstanden ist, Mensch, was alles eigentlich auch im Sport, wo man eigentlich denkt, dass viele gesunde Athleten über den Platz sich bewegen, auch solche Dinge passieren können. Und da geht das ist in allen, in den Trainergruppen, überall ist das bekannt geworden. Wir haben dann auch versucht, entsprechend das auch faktenorientiert, möglichst breit zu kommunizieren, dass da auch keine Missverständnisse passieren und so, weil da wird ja auch viel geredet und so weiter und so fort. Das hat schon ganz schön Ruck durch den Verein gegeben. Und da tun wir als auch Vorstand jetzt einiges dafür, dass wir eben entsprechend da auch darauf reagieren und freuen uns natürlich, wenn andere Vereine das auf einer breiten Basis auch tun. Deswegen haben wir übrigens auch gesagt, wir wollen immer wieder über solche Situationen reden, damit dann möglichst auch in der Situation alle reagieren können, ohne darüber nachzudenken. Ich mache immer das Beispiel mit dem Feuerlöscher, ne? Wenn es brennt, brauche ich nicht anfangen, die Bedienungsanleitung zu lesen, sondern dann muss ich wissen, wie das funktioniert. Es ist, glaube ich, sehr geholfen, dass man dieses Ersthelfer-Thema einfach wirklich in die Köpfe reinbringt, dass das einfach gepusht wird. Dass, ja, hier in Waldperlach war es halt, wurde mir erzählt, vor 2, 3 Jahren wurde es probiert, hat es keinen interessiert. Jetzt schreit jeder nach einem Ersthelfer-Kurs, das ist klar, weil sie dabei waren, weil sie unmittelbar betroffen sind sozusagen. Aber man muss es halt irgendwie auch an die anderen Sportplätze einfach bringen, dass das wenigstens der Trainer die Ausbildung des Ersthelfers haben sollte, dass man, weil das, also, wie gesagt, ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre ohne Pit.